Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, ruh in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde.
Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das war knapp. Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir.
Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ezli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Ezli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ezli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoele lo putzig, hachpila wicho. Die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Ah!
Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören? Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet. Der Krieger, der geopfert wird, wird immer sterben. Ich möchte ein Gisti. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Jungtimisch, Hutschkelitsch und Gönnisch. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. All diese Leute? Sie haben Angst und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da.
Das Grab ist hinter der Tür. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss. Bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Okay. Sieht aus wie mein Eingang. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Alles voll. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist sie! Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Unuratu! Nein! Gib das hier, Ätzli.
ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht enttäuschen.